Nach Romeos Tod entscheidet sich Julia fürs Leben. Und das kostet sie voll aus. Shakespeares Klassiker mit einem wahnwitzigen Twist. Nach London und New York läuft Und Julia ab heute auch im Stage-Operettenhaus am Spielbudenplatz. Ich wollte schon immer in Hamburg eine Show machen. Im Vereinigten Königreich hören wir immer von dieser tollen Stadt und ihrer Liebe zum Theater. Also wollten wir für eine andere Sprache als erstes hierher. Dialoge auf Deutsch, die Songs größtenteils im Original. Vor 2 Jahren war am selben Ort die Adaption des Rap-Musicals Hamilton eher gefloppt. Dagegen verspricht Und Julia wieder das, was auch das Hamburger Publikum liebt. Es ist typisch Musical und präsentiert große Pop-Hymnen. Entweder man ist damit aufgewachsen oder man hat dazu Party gemacht. Also es ist wirklich, jeder verbindet ja was damit und ich halt auch. Und Julia ist eine schrille Geschichte über Liebe und das Erwachsenwerden. Das passt ja auch nach St. Pauli. So, nun kennen wir alle zumindest den roten Faden dieses neuen Musicals. Fehlt ja nur noch der rote Teppich zur Deutschlandpremiere. Und an dem steht jetzt für uns Tristan Dück. Hier im Stage Operettenhaus waren ja schon viele Musicals zu Hause. Unter anderem zum Beispiel Mamma Mia. Und Florence Kasumba, die Schauspielerin, stand damals hier auch auf der Bühne. Heute können Sie sich ja im Publikum das Ganze entspannt angucken, die Premiere von Und Julia. Aber was erwarten Sie denn von dem Musical? Naja, also ich bin ja ein absoluter Musical-Fan und ich erwarte gute Laune. Ich werde ganz tolle KollegInnen auf der Bühne sehen, die ich teilweise auch von anderen Shows kenne, weil man entweder gemeinsam auf der Bühne stand. Ich freue mich aufs Bühnenbild, ich freue mich auf die Musik, auf die neuen Arrangements, ich freue mich auf die Kostüme. Ich bin richtig gut gelaunt und so positiv aufgeregt. Ja, es sind hohe Erwartungen an dieses Musical auf jeden Fall, das ja auch schon in New York und in London erfolgreich gewesen ist. Jetzt unsere Frage an Simone Linhof von Stage Entertainment. Ist das Ganze nur ein weiteres Jukebox-Musical mit gute Laune-Hits aneinandergereiht oder steckt da auch ein Konzept hinter dieser Musik? Also wir haben eigentlich die größte Liebesgeschichte überhaupt, nämlich Romeo und Julia, einfach umgeschrieben. Und bei uns bekommt die Julia eine zweite Chance auf das Leben, auf die Liebe. Und diese wunderbare, schöne Geschichte ist umrahmt von den Songs, von den 2000ern und von den 90ern und macht so einen großartigen Rahmen für ein riesiges Party-Musical. Und ja, auch alle vom gleichen Songschreiber geschrieben worden, die Songs, oder? Genau, ist von Max Martin geschrieben, aber wir kennen die alle. Die sind interpretiert von Katy Perry, von den Backstreet Boys, von Justin Timberlake. Also wir sind eigentlich alle mit denen aufgewachsen. Und noch ganz kurz, wie macht man das mit der Übersetzung? Man will ja die englischen Originalsongs hören, aber auch die Handlung verstehen für das deutsche Publikum. Ganz kurz, was ist da der Kompromiss? Also wir haben uns da jetzt wirklich das letzte Jahr mit auseinandergesetzt. Es war eine große Übung und ich glaube, es ist uns sehr, sehr gut gelungen, sodass man deutsche Texte hat. Wir schleichen uns in die Songs rein. Wir wollen die natürlich auch im Original haben, damit man mittanzen, mitfiebern kann. Aber es ist wirklich so, dass wir jeden mit auf den Weg nehmen. Also wir lassen niemanden zurück. Alle verstehen die Geschichte und alle werden Spaß haben. Dann vielen Dank. Also heute die große Premiere von Und Julia. In einem Monat steht ja schon die nächste große Premiere an vom Michael Jackson Musical. Also wir sind mittendrin in einem spannenden Musical-Herbst in Hamburg.